aus der Waldorfschule Stadt Bari. Und das zweite Fohlen ist unser Waisenkind. Das läuft jetzt hinter der Stute gerade. Das ist der Räuber Wind von Skywalker. Bei den Hengstfohlen auf der zweiten Seite von, das zweite von oben. Also Räuber Wind von Skywalker und die Stute mit ihrem Fohlen Räuberspitze. Die Mutter ist die Räuberbraut von Stradivari aus der Räuberlady von Habicht. Züchter und Besitzer gestützt an Vitus. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich jetzt nicht so einfach hier aufgrund der äußeren Bedingungen und der unterschiedlichen Lebensläufe dieser beiden Fohlen auf, sagen wir mal, basisqualitative Merkmale jetzt zurückzukommen. Im ersten Eindruck muss man erstmal sagen, oder muss man der Zuchtstelle St. Vitus ein Kompliment machen, dass überhaupt in dieser Lebenskombination so gelungen ist, dass alle drei Teilnehmer dieser Großfamilie so vital und entwickelt sich hier präsentieren. Das ist schon mal ein Sonderapplaus wert für die Züchterin. Und beim zweiten Hinsehen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das Hengstfohlen, das hier jetzt das Größere ist und ganz innen geht und eigentlich das Waisenfohlen ist, von der Aufnahme in die neue Familie fast etwas mehr profitiert als das leibliche Fohlen. Fohlen sind beide im Lebensalter dicht beieinander. Das Hengstfohlen hier strotzt direkt so ein bisschen vor Kraft und Selbstbewusstsein. Beide Fohlen sehen aber gut aus. Das Hengstfohlen weiß sich darüber hinaus mit sehr schöner Bewegungsmechanik hier groß in Szene zu setzen und ist auch ansonsten immer geneigt, hier im Vordergrund zu sein. Das Stutfohlen dagegen mit sehr schöner, trockener Textur, wie man es sich von einem Halbblutfohlen wünscht. Edel im Ausdruck, vielleicht würde man sich etwas mehr Großzügigkeit in der Haltung wünschen, aber das alles, wie gesagt, tritt in den Hintergrund, wenn man die bisherigen Geschehnisse und Lebensläufe dieser Familie berücksichtigt. Da kann man nur froh sein, dass alle drei so top, fit und vital sind. Dankeschön.